Hallihallo, Lieben. Ja, es ist Mittwoch. Wetter ist grau in grau. Regen. Gestern noch so heiß. Und heute wieder so. Ich bin mal gespannt, wie es heute Mittag wird. Ja, ich war gerade beim Kardiologen. Und es ist alles in Ordnung. Mein Herz ist total, also super stark. Er hat auch hier die Hauptschlagadern, hat er auch alles kontrolliert. Alles super, tippitoppi. Der hat gesagt, auch wenn mein Herz mal einen Überschlag hat, auch das wird mein Herz super verkraften. Ich habe ein starkes Herz, hat er gesagt, ne? Also alles in Ordnung. Der hat mir dann empfohlen, dass ich mal Kalium nehmen soll mit Magnesium, weil ich auch viel Sport mache und so, ne? Genau, das habe ich mir von Abtei da was geholt gehabt, aber da wollte ich halt auch erstmal den Arzt fragen, ob das okay ist, ob ich das nehmen kann. Das brauche ich erstmal auf und dann kann ich mir dann immer noch die Tabletten vom Arzt holen. Klar, und da hat der Arzt mich ja dann auch gefragt, wie das dann halt auch alles passiert ist und so, ne? Und dann habe ich gesagt, das denke ich mal, dass es auch so vielem ist, so die Wechseljahre. Und dann habe ich auch vor 4 Wochen, habe ich gesagt, oder 5 Wochen ist jetzt schon, habe ich auch Mutter mal entfernt bekommen. Und dann hatte ich ja hier im Gesicht ja was gehabt, das habe ich ja auch wegmachen lassen. Das ist abgeheilt, aber nicht so gut abgeheilt. Da hat die Hautärztin gesagt, das entfernen wir dann auch lieber. Und dann hat sie mich dann mit keinem guten Gefühl nach Hause gehen lassen. Sie sagte dann ja so, ne, man weiß ja, was nicht abheilt, ist auch nicht gut, ne? Wissen wir ja selber, dass das nicht gut ist, kann dann weißer Hautkrebs oder so sein, ne? Und ich bin ja ehrlich gesagt auch froh, dass da alles super gut zurückgekommen ist. Das wurde ja auch eingeschickt und untersucht und meine Mutter mal ja auch und hier im Gesicht. Ja, genau. Und dann hat sie mich da damals nicht mit so einem guten Gefühl gehen lassen. Und ich denke mal dann so, dadurch, klar, man versucht das ja dann irgendwie ja auch über den Tag ja dann noch alles so zu vergessen und dass man das nachts dann so ein bisschen verarbeitet. Und ich bin halt dahingehend auch ein bisschen ängstlich, ne? Und der Robert, der sieht ja dahingehend alles etwas, ja, das ist anders. Ich bin halt da so ein bisschen, ich hasse solche Untersuchungen oder wenn ich irgendwie wieder Arzttermine habe, das ist für mich echt absolut gar nichts. Deswegen bin ich jetzt froh, dass ich das jetzt auch alles abgeschlossen habe. Seitdem, klar, ich bin ja jetzt auch an der Hand operiert worden und dann waren meine Nächte auch nicht so gut. Aber jetzt, wo die Schmerzen immer weniger werden, habe ich auch gar nichts mehr gehabt. Ich schlafe super gut auch nachts, ne? Also, ja, da bin ich schon mal. Bin trotzdem jetzt, die ganzen Untersuchungen, die ich jetzt habe machen lassen, sind alle super. So, und jetzt fahre ich aber nach Hause und die Große passt nämlich auf die Kleine auf. Und das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, das hatte der Arzt gesagt, ich soll noch dieses Langzeit-EKG machen. Das mache ich jetzt noch und dann schließe ich das ganze Thema dann komplett ab. Ja, genau. Und jetzt fahre ich nach Hause und sehen uns gleich wieder. Meine Haare sind heute gefühlt auf Strom. Das hat wahrscheinlich was mit dem Wetter zu tun. Ich bin bekloppt. Ach, wie schlimm hat das. Heute Mittag gehe ich zum Friseur. Ja, normalerweise ist jetzt von dem ersten Termin, da war ich, wann bin ich aus dem Krankenhaus gekommen? 16. Ich war, glaube ich, am 18. genau war ich ja da. Und jetzt schon wieder, also heute. Normalerweise mache ich das nicht so nah aufeinander, aber mein Friseur geht in Urlaub. Und ja, wenn ich dann so lange dann warte mit meinem Grau und so, ne, da kriege ich einen Anfall. Das geht gar nicht. Dann habe ich zu dem gesagt, egal, wir müssen gucken, dass wir noch, bevor du in den Urlaub fährst, einen Termin bekommen. Genau. Und der ist jetzt heute, weil der geht nicht am Wochenende in den Urlaub. Jetzt gehe ich nach draußen, weil ich nämlich gerade im Gehege gesehen habe, da hat eine Katze volles Kanülenrohr auf den Boden gekotzt. Was auch nicht schlimm ist, nehme ich gleich einen Schlauch und dann geht der Kram wieder weg. Kann froh sein, dass ich in dem Moment nicht hier war. Wer weiß, wo ich da wieder hingekotzt hätte. Bestimmt wieder grundsätzlich auf dem Teppich. Kennt ihr das? Gerade, ne? Also meine Katzen können das gut, ne? Mal gut, dass ich nicht so viele Teppiche habe. Deswegen bleibt mir da anders gar nichts übrig, dann auf Fliesen zu kotzen. Aber wenn, dann ist es meistens dann so auf Läufer hier auf dem Teppich. Die kann ich dann zum Glück in der Waschmaschine klatschen. Außer jetzt, den ich an der Couch habe, ja. Da muss ich dann mit diesem komischen, mit der geilen Maschine, die ich habe, wo man so Wasser drauf macht und dann so mega auch wieder rauszieht,
damit mache ich das dann immer super sauber. Das geht echt gut damit. Ich habe heute Morgen beim Aufwachen, da habe ich schon gedacht, Guck mal, wer da ist. Hier ist der Nemo. Nemo! Hä? Der liegt hier auf dem Dach. So, alles wieder schön sauber machen. Da wurde schön hingereiert an der Stelle. So, jetzt gucken wir mal, ob die Erdbeeren sind. Oh ja, die ist auch angebissen. Die ist nicht angebissen. Sieht noch ganz gut aus, ne? Aber die muss noch was hängen bleiben. Mal gucken, haben wir denn sonst noch was? Nee, ja, aber hier kommen, siehst du? Die sind halt noch grün, die müssen noch rot werden. Die auch gucken, wie groß die ist. Ja? Das soll eigentlich Tomaten sein. Das sieht aus wie Peperoni. Mama. Da, ja, steht Tomaten. Das sind Andenhörnchen. Mhm. Das habe ich von Mama gekriegt, genau die Andenhörnchen. Mama, die werden auch noch rot. Die sind zuerst grün. Ja. Die werden noch rot. Das stimmt. Die Gurken. Ja, eigentlich sollen hier die Gurken sein. Aber irgendwie wird das hier nichts dieses Jahr. Machen wir nächstes Jahr ja alles Erdbeeren rein. Ja klar, Erdbeeren. Boah, das muss ich unbedingt festmachen hier. Hier war eine kleine Mini-Gurke dran. Aber ich glaube, die Schnecke. Hat das abgefressen. Nicht gut. Nee, das stimmt, das ist nicht gut. Wir müssen die mal sicher machen. Ja, genau. Da sind ja die Radieschen mit Schneckenkorn. Ist ja überall so Schneckenkorn dann hier. Hier mein Kohlrabi ist auch halb angefressen hier. Das weiß ich gar nicht, was das hier ist. Unkraut, keine Ahnung. Das hier hat sich da hier eingenistet hat. Ja, das ist ja mein Schnecken, mein Schneckenkorn, mein Radieschen so. Also nicht Radieschen, sondern Kohlrabi. Ja. Ja. Ja, hier mache ich mir nächstes Jahr alles Erdbeeren rein. Da habe ich viel mehr von. Ich weiß nicht. Nicht wieder Tomaten. Ich glaube, das ist auch nicht richtig, wie ich das hier gemacht habe. Naja, aber sieht schön grün aus. Ja, aber hier, ich bin mal gespannt hier mit. Das ist so süß, der liegt immer noch hier. Der liegt jetzt schon, glaube ich, gefühlt eine Stunde hier. Ha? Hey. Pick, pick, pick. Jo, ne? Oh. Ist der schön hier drauf? Hä? Doch, für mich geht es jetzt zum Friseur, Nemo. Ich krieg jetzt meine Haare gemacht. Ne? Aber wenn nur meine Ansätze gefährt. Einmal schnell, kein Schneiden und dann, ich denke, Stunde bin ich wieder raus da. So, tschüssi. Bis gleich, Nemo. Was für ein Kack. Echt, war ich gerade beim Friseur? Ich so, hör mal, ich habe da heute einen Termin. Hä? Wie? Was machst du denn hier? Nee, du hast einen anderen Termin. Ich so, nee, habe ich Robert angerufen, weil der war gerade kurz zu Hause. Ich so, guck mal auf der Karte. Da steht doch drauf heute, 10.6., 10.7. Ja, klar. Auf einmal sagt er, der Robert 10.6. Scheiße, die falsche Karte. Ja, ist passiert. Ja, habe ich jetzt ändert. Jetzt fahre ich wieder nach Hause. Also, habe ich jetzt am 25.7. den Termin um 11:30. Also glaube ich, wenn ich mich hier nochmal anrufen fragen muss, ich gucke, dass ich die Karte finde für Juli. Scheiße. Ja.
Ist auch nicht schlimm. Bin ja diesen Monat noch dran. Ja gut. Achso. Dein Kater ist so schwer. Komm, mach es. Bring ihn mal zu Hause. Ich bring ihn ja nach Hause. Ja. So, wir machen jetzt Hähnchenflügel in der Ninja. Genau, meine erste Test haben wir in der Ninja gemacht. Genau. Die haben wir jetzt selber gewürzt. Ah. So, genau. Bin mal gespannt, wie die gleich sind. Dann können wir euch ja sagen, wie lange die dann auch drin waren und die Temperatur. Ja. Ich mache jetzt einfach 200 Grad, 20 Minuten und wende die zwischendurch mal. Ja, so, die müssen knusprig sein. Ich glaube, Sync war das. Ne, Match, oder? Match. So. Das Ding hat sich echt gelohnt. Das läuft bei uns fast 24 Stunden. Ja, auf jeden Fall 20.000 Mal besser als der Monsieur für Sie. Ja, das stimmt. So, die erste Ladung haben wir schon vertilgt und das ist die zweite Ladung. Also beim ersten Mal hatte ich 30 Minuten gemacht, 200 Grad, und die waren jetzt nur 25 Minuten drin und die sind super. Also werden auf jeden Fall spitze davon. Sehr, sehr lecker. Und dann hatten wir noch hier von Aldi so Maiskolben gehabt. Barbecue-Maiskolben, die hier. Für 1,69 meine ich. Die waren nur 5 Minuten bei 200 Grad drin und die waren super lecker.